Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta und ja, unsere netten Freunde greifen uns jetzt an, die Skordiska mit ja, zwei Fullstack-Armeen, aber das sollten wir, also automatisch sagt er, wir haben einen Pyrrhus-Sieg, aber ja. Schauen wir mal, ob wir wirklich einen Pyrrhus-Sieg machen oder eine glorreiche. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was cool ist, wir haben schon mal einen Berg. Also einen kleinen Hügel. Ich glaube, wir. Entschuldigung. Wir werden trotzdem den Berg benutzen. Also, wir nutzen alles, was wir bekommen können. Wir benutzen alles, also sämtliche Vorteile, die wir bekommen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Das heißt, die da werden hier sich aufstellen. Der da wird sich hier aufstellen. Die werden sich hier aufstellen. Aber bitte schließt die rein. Schnelles Marschieren! Bereit zum Einsatz! Wir machen hier mal einen Kreis. Also wir bunkern uns komplett ein. Und die... Achso, ich dachte schon, warum ist das hier so komisch? Und der General kommt mal raus. Wieso sind hier dazwischen so Lücken? Das ist dämlich. Spartanische Piken! Zu Befehl! Zu Befehl! Und der kommt ein bisschen nach hinten. Befehl verstanden! Ich erwarte eure Befehle! Obliegen! Schnelles Marschieren! Und dann? Schnell! Heerkämpfer bereit! Schnell vorrücken! Zu Befehl! Zu Befehl! Wir erwarten... Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Königliche Spartaner! Zu euren Dienst! Nahkampfkavallerie bereit! Zu Befehl! Die gehen mal raus. Und greifen dann. Ich weiß nicht, was er da machen wollte. Aber das ist total dämlich. Das ist gerade ärgerlich. Na, da kommen schon mal die Verstärkung. Ich erwarte eure Befehle! Schnelles Marschieren!
Schnelle Reiter zu euren Diensten. Der feindliche General ist tot. Ach, jetzt schon. Spartaner! Ja, schön. Zu Befehl. Spartaner! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Bürger Kavallerie! Zu Befehl! Zu Befehl! Da kommt Kavallerie! So, jetzt mache ich mal den. Was machst du denn? Die Klappe zu. Angreifen und du schön da rein. Überraschung. So, jetzt ist es vorbei. Wir fahren mit den Skillungen. So, gut. Was glaubt ihr? Ist es jetzt, ist es Pyrosieg oder ist es glorreich? Oder ist es normal? Ich weiß nicht, ob es glorreich geworden ist. Aber es ist auf jeden Fall. Ja, da hinten sind halt sehr viele. Naja. Glorreich, doch. Super. Wir haben 400 verloren. Und davon haben wir 9 selbst gekillt. Ist aber in Ordnung. Gut. Ja. Verlangt halt, ne? Ich glaube, wenn wir nicht auf dem Hügel gewesen wären, dann wären wahrscheinlich gut 100 mehr gestorben bei mir. Militärsabotage. Rang erhöht, Rang erhöht. Nach Hause zurück. Das ist gut. So. Das ist schön. Das ist meiner. Und der bekommt jetzt auch. Die Adler des Zeus. Stimmt, ich brauche einen neuen Namen. Warte, wir haben die letzte Mauer, die unbesiegt waren, die 300. Sparta lässt grüßen. Königliche Garde. Spartas Mythos.
Sehr schön. Du bekommst Geheimaktion nicht. Das ist ganz gut. Forschungsrate. Ja, dann machen wir dich und dich. Du bist 26. Unflätig. Als ob das bei den Spartanern schlimm wäre. Naja, okay. So, genau, das ist der Unflätig. Du bekommst jetzt eine Frau. Betrunkene Ehefrau. Das macht mich glücklich. Glücklicher als du jemals könntest, du Drecksack. Ja, Dreckskerl. Schenkender Ehemann. Ja, wunderbar. Okay. So. Dann kommen wir mal hier wieder runter. Nahkampfabwehr. Und hier Verstärkung. Du musst auch noch ein bisschen verstärkt werden. Du bist 18. Rüstung. Du bekommst jetzt auch eine Frau. Forschungsrate, Geheimaktion. Geheimaktion ist halt auch praktisch, weil Verwundung feindlicher Notwehr aus Agenten. Genau das wollte ich sagen. So, wer bist du? Wo bist du? Hier bist du. Genau. Ah, der ist noch zu jung. Zu jung zum Heiraten, was? Das gibt's? Naja. Hier schon. Dann so. Und du? Was machen wir mit dir? Du kommst mal hier hoch. Hier machen wir das da. Hier machen wir das da und das da. Und das da und das da und das da. Hier machen wir das da und das da. Hier machen wir das da. Das war's, gut. Dann schauen wir mal. Dann gehen die 300 mal hier runter. Genau. Hier geht mal wieder zurück. Mit dir gehe ich jetzt mal Richtung Malwa. So. Und unsere Freunde haben sich wieder eine Armee leisten können. Das ist doch mal fantastisch. Du schaust mal, was jetzt mit Rom los ist. Okay, dann habe ich aber alle schon gemoved. Und weiter geht's. So. Da bin ich. Da weiß ich nicht, warum er angreift. Also nicht angreift. Na, das war klar. Der Sturm hat lange gewütet. Doch nun könnte der sanfte Regen des Friedens. Na, wenn du mein Klientel wirst, ja. Das so habe ich es ehrlich gesagt noch nie gespielt. Oekonomika. Denker haben oft versucht, die Verhaltung. Wieso Verwandlung und Verhaltung? Verhaltung gibt's gar nicht. Verwaltung des Staates und des Selbst zu organisieren, wie zum Beispiel in den Werken Xenophon und Aristoteles. Aber was haltet ihr für wichtig? Landwirtschaft, Gemeinschaft und Regierung, Sklaverei und Bildung und Fortschritt. 10 Forschungsrate.
50% Unruhen. Ja, also Sparta. Wer Landwirtschaft und Sklaverei. Also Sklaverei, weil ich glaube, drei Viertel der Bewohner von Sparta waren Sklaven. So ungefähr. Also die hatten einen. Also ohne die Sklaven wären sie nicht lebensfähig, so. Deswegen hatten sie ja nur einen Beruf, und zwar die des Soldaten. Aber nicht in unserem Bilde. Also nicht dass er, was wir sehen, dass die Soldaten vom Staat bezahlt werden, sondern die hatten halt einfach keinen Beruf. Also, weil die Sklaven haben die ganze Arbeit gemacht. Deswegen sind sie als Soldat in den Kampf gegangen und danach sind sie wieder chillen gegangen, so ungefähr. Aber wir müssen Bildung und Forschung Fortschritt machen, damit wir den 10%igen Forschungsboost bekommen und schon wieder. Was ist denn los? 27% ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Genau, mit denen kommen wir. Entschuldigung. Die letzte Mauer. Upsi. So, hier, du holst dir die Stadt. Hey! Wuhu! Hey! Wuhu! Hey! So, Entschuldigung. Fischer. Ja. Und das. Gibt's hier dann noch ein bisschen was oder war es das dann schon? So, das ist natürlich die Frage der Fragen. Du gehst jetzt mal nach Neapolis und holst dir schön friedlich die Stadt zurück. So, und hier oben, du bist eigentlich schon wieder einsatzbereit. Warte, hier mache ich jetzt mal die Armee, die Flotte von denen. Ich lasse mal die Blockade und nächste Runde komme ich hier raus. Oder dahin. Ah, das ist eine Flotte wirklich, also Admiral. Ich erwarte eure Befehle. Vollständig brauche ich 4 Runden. Aber ich werde hier mal das jetzt belagern und ich warte auf die Verstärkung. Gut. Rebellenarmee. So, gut. Also, dann würde ich sagen, schnippen wir mal durch und zivil. Da mache ich den Anbau. So. Jetzt haben wir schon 200%. Vorhin hatten wir, glaube ich, nur 119. Also ich nehme wieder, falls das euch nicht aufgefallen ist, was ich bezweifle, ich nehme wieder am Stück auf. Also jetzt habe ich schon die letzten 5 Folgen aufgenommen. Also, genau. Weil demnächst fahren wir in den Urlaub, in den lang ersehnten Urlaub.
Und dann muss ich dafür eben vorproduzieren. Also unter anderem, weil davor muss ich halt die ganzen Aufträge noch fertig bekommen. Und ja, dementsprechend kann ich da dann nicht mehr aufnehmen und muss ja deswegen sehr viel vorproduzieren. An sich ist es auch sehr komisch. Die Geister sagen uns, dass wir euch Gold anbieten sollen. Und mit den Geistern streiten wir nicht. Ich lege mein Schwert beiseite, um mit euch zu sprechen von Krieger zu Krieger. Achso, Klientel, ja. Also, ohne Scheiß, das macht richtig Spaß. So als Spartiaten oder als Spartaner friedlich in Anführungsstrichen zu spielen. Also Klientelkönigtümer sind an sich nicht so friedlich, weil man unterdrückt es ja mehr oder weniger. Aber ja, es ist total lustig. So, natürlicher Tod, Admiral. Das ist natürlich schön. Schade. Gut, mal schauen, wie groß wir jetzt sind. Gut, also wir haben 1, 2, 3, 4. Ah, Chimäre sind größer geworden. 4 Klientel-Königtümer. Beziehungsweise, nee, 3. 2 Klientel. Was habe ich? Keine Ahnung, Klientel habe ich. Doch 4. Und 2 Militärverbündete. Was natürlich krass ist. So. Ach, die haben das einfach übernommen. Einfach so. Okay. So, dann gehe ich mal dahin. Weil da kann ich noch schön. Ja, ihr wisst schon. Schön ausruhen. Und hier greife ich mal an. Aber ja, muss ich eigentlich nicht spielen, ne? Ich mach mal Schutzstellung. Autsch. War das alles? Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf. Naja, Schutzstellung war die falsche Stellung. Das ist halt der Nachteil für die ganzen was wollte ich jetzt sagen? Also es ist halt ein großer Nachteil für, also 51 Jahre alt ist der schon, für die ganzen Defensiveinheiten, wenn der Gegner, also Rom, so viele Speere sind das. Das sind ganz sexy Speere. Und hier gehe ich wieder nach oben, weil hier zwei Fullstack-Armeen warten. Und der wird jetzt, ah nee, kann er gar nicht. Der kann nur hier angreifen, was er nicht machen wird. Also würde ich ihn raten. So, und das werde ich jetzt erobern. Naja, auch automatisch. 91%. Besetzen. Okay, friedlich war das jetzt auch nicht. Also bis jetzt, ich hätte den unterwerfen müssen. Aber ja, okay, unterwerfen ist dann doch zu brutal für mich. Ich will nur Frieden und Peace und bla bla bla. So, hier das da. Hier mache ich auch Forschung, hier mache ich Diamant, hier mache ich...
Ja. Alles auf... auf Push. Wir haben jetzt ein... bin durcheinander. So, hier. Zivile Stadt. Und... Wohlstand durch Manufaktur. Klingt doch gut. Larissa. Also das ändere ich dann, sobald wir hier fertig sind. Es sind noch ein paar Runden. Die bekommen nichts, die bekommen was. Tradition mit Speer natürlich und hier. Und dann würde ich mal behaupten, machen wir hier Loyalität. Warte mal, da schaue ich mal kurz. Ja, das gehört uns. Also Ägypten gehört Poseidon und Italia gehört Apollon. Okay. Dann mache ich hier Loyalität. Okay. Wie viele können wir denn noch zusätzlich hier Spion einen? Wo sind denn meine Spione? Die sind alle, also hier im Süden und hier im Norden. Okay. Ich glaube, im Norden werde ich bald noch einen brauchen. Also Süden ist bald befriedet. Aber der Norden nicht. Ausweichen, öffentliche Ordnung. Dann mache ich dich. Okay. So. Schrecken und den da. Der kommt mal hier nach Lilibion. Und das war's. Sehr schön. Wir haben schon wieder zu viel gespielt. Was machst du da? Ach du. Boah, du Drecksack. Entschuldigung. Ja, die ganzen Wolken. Oioioi. Ja, Splinter nehmen. Super. Ja. Und wer da gewinnt, werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.